Willkommen zur ersten Ausgabe von Pokémon Sun und Moon Hot or Not. Wir alle wissen, Pokémon Sun und Moon wird das komplette Franchise etwas auf den Kopf stellen, in einigen Belangen, die jetzt komplett geändert werden. Und in der ersten Folge geht es uns darum, Pokémon Sun und Moon ohne traditionelle Arenator, Hot or Not. In Pokémon Sun und Moon wird es keine Arenen im traditionellen Sinne mehr geben, vielmehr dreht sich darum, die Inseln zu bereisen und die Inselherausforderungen zu meistern. Diese bestehen nicht nur in Kämpfen, sondern können auch aus Rätseln oder anderen Aufgaben bestehen. Es erinnert vom Design und vom Stil her sehr, sehr an die Orange-Inseln, die nach der ersten Kanto-Pokémon-Staffel liefen. Und meine Frage jetzt an euch: Möchtet ihr lieber alte Arenenlader haben und euch der Herausforderung der 8 Arenen stellen, die teilweise ziemlich knifflig und schwer sein konnten? Wir bedenken da mal die Arena von Bianca zum Beispiel in Johto oder die Arena von Major Bob mit diesen hässlichen Schadrätsel aus Kanto. Oder freut euch auf das Neue und sagt, Arena haben ausgedient, die sind schon viel zu lang dabei, 20 Jahre Pokémon, es muss eine Veränderung her, wir wollen keine Arenenlader mehr, wir wollen unsere Inselherausforderung. Also schreibt unten in die Kommentare, hot, wir wollen die neuen Sachen, oder not, nein, wir wollen ja bei den anderen bleiben. Ich werde einen Kommentar posten mit hot und einen Kommentar mit not. Ihr könnt das Ganze auch liken, wenn ihr wollt. Dann sehe ich viel, viel mehr, ob ihr das möchtet, dass die alten Sachen behalten bleiben oder halten bleiben und die neuen Sachen dafür ausgetauscht werden. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Pokémon Sun and Moon, hot und not, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.